Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video geht es mal wieder um Dinge, die jeder Schüler wissen sollte. Ich habe nämlich zu diesem Video schon mal einen Teil gefilmt. Und zwar war das dieser hier. Ich verlinke ihn euch auch in der Infobox, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und zwar ging es da um 20 Dinge, die jeder Schüler wissen sollte. Und das Video kam so heftig gut bei euch an. Und sehr, sehr viele haben sich einen zweiten Teil zu diesem Video gewünscht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich doch einfach mal einen zweiten Teil filme. Gebt diesem Video auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ich noch mehr Videos zu dem Thema Schüler sein filmen soll. Und in meinem heutigen Video geht es eben um 15 Dinge bzw. auch Hacks, die jeder Schüler wissen sollte, damit die Schulzeit etwas leichter bzw. erträglicher ist. Und falls ihr nicht wisst, warum meine Haare so eine Haarfarbe haben, dann habt ihr, glaube ich, eins meiner letzten Videos verpasst. Und zwar verlinke ich euch das auch in der Infobox. In dem Video habe ich mir meine Haare rosa gefärbt und ja, das ist jetzt nach einiger Zeit immer noch übrig. Und wir starten dann jetzt mit dem Video. Wenn ihr in der Schule einen Aufsatz schreiben müsst, ihr aber noch nicht mit der Länge von eurem Text zufrieden seid, dann habe ich hier einen kleinen Trick für euch. Denn um den Text etwas länger wirken zu lassen, könnt ihr ja einmal eure Schriftgröße einfach größer machen oder auch die Zeilenabstände größer machen. Oder ihr könnt auch einfach die Schriftgröße der Punkte größer machen. Und dadurch sieht der Text am Ende einfach viel länger aus. Dieser Hack funktioniert natürlich nur, wenn ihr euren Text am PC schreibt. Der nächste Hack ist wirklich super verrückt und merkwürdig. Und zwar, wenn ihr mal morgens so richtig im Stress seid, ihr euch aber noch gerade so Nutella-Toast gestrichen habt und ihr es super schnell essen möchtet, dann könnt ihr einfach euer Toast zusammenrollen. Und zusammengerollt könnt ihr euer Nutella-Toast auch viel schneller essen. Also wenn ihr das nächste Mal so richtig im Stress seid morgens, aber noch etwas essen möchtet, bevor ihr zum Schulbus rennt, dann solltet ihr das auf jeden Fall ausprobieren. Dann geht's weiter mit einem Tipp, den ich, glaube ich, unfassbar häufig verwendet habe. Und zwar hatte ich immer das Problem, dass meine Aufsätze immer so einseitig waren, also von der Wortwahl her. Ich habe immer dieselben Verben benutzt und immer dieselben Adjektive und das hat mich einfach so genervt. Und dann habe ich mal nach einer Lösung zu meinem Problem gesucht. Und es gibt einfach im Internet so viele Seiten zu Synonym. Das heißt, ihr könnt dann da einfach euer Wort eingeben und diese Seiten zeigen euch dann einfach ein Synonym dazu. Also quasi ein anderes Wort, was aber die gleiche Bedeutung hat oder eine sehr ähnliche Bedeutung. Dasselbe könnt ihr auch im Englischen benutzen, wenn ihr da Probleme habt. Die nächste Sache haben in meiner Schulzeit immer super viele von meinen Freundinnen gemacht. Und zwar geht es darum, wie man quasi sein Heft richtig organisiert. Und ganz viele von meinen Freundinnen haben eben ein neues Heft angefangen, wenn es eben ein neues Thema gab. Und was sie dann gemacht haben, ist einfach die erste Seite von ihrem Heft freizulassen und dann erst auf der zweiten Seite anzufangen zu schreiben, also mit den Sachen, die eben an der Tafel stehen und die man eben so abschreiben muss und die ganzen Aufgaben etc. Und auf der ersten Seite haben sie dann einfach so ein Inhaltsverzeichnis gemacht. Und das Ganze war dann super gut für die Klausur, weil man konnte einfach viel besser damit lernen und durch das Inhaltsverzeichnis am Anfang hatte man auch einen besseren Überblick über das Thema und man hatte eben quasi ein Heft, was sozusagen schon so die perfekte Zusammenfassung bzw. die komplette Sammlung von allen wichtigen Sachen für die Klausur war. Und den Trick möchte ich auch mal an euch weitergeben. Das heißt, wenn ihr Hefte führt, dann könnt ihr das auch so machen. Ich war eher mal so der College-Block-Typ. Deswegen ist das jetzt kein Trick für mich, aber vielleicht kann das ja dem einen oder anderen von euch weiterhelfen. In der Schule kommt es ja recht häufig vor, dass man sich selber mal einschätzen muss, was jetzt so die Noten angeht. Und zwar bezüglich, wie häufig man im Unterricht aufzeigt oder wie gut man mitmacht. Und da habe ich in meiner Schulzeit auch so einiges gelernt. Und zwar, dass man sich niemals zu schlecht schätzen sollte. Wenn ihr euch selber nicht sicher seid, wie ihr euch einschätzen würdet, dann gebt euch lieber eine zu gute Note als eine zu schlechte Note. Denn ganz häufig lässt der Lehrer euch auch einfach mal so schätzen, was für eine Note ihr euch selber geben würdet. Weil der Lehrer sich manchmal auch selber nicht so genau sicher ist, wie er euch einschätzen würde, weil er vielleicht nicht so krass alles aufgezeichnet hat. Natürlich ist das auch von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Aber wenn ihr eure Note einfach so ein bisschen optimistischer schätzt, dann geht das eigentlich nie in die Hose. Ich glaube, wir kennen alle das Problem, dass wenn man morgens aufsteht, man einfach das Gefühl hat, dass man viel zu müde ist, um aufzustehen. Und ganz häufig verwechselt man das Gefühl von müde sein mit einfach dehydriert sein. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr morgens direkt relativ viel trinkt. Und in den meisten Fällen fühlt man sich dann auch schon direkt ein bisschen energiereicher und fitter und kann dann auch besser in den Schultag starten. Ich glaube, jeder macht in der Schule ab und zu mal eine Gruppenarbeit. Und es kommt ja auch schon vor, dass eine Gruppenarbeit auch einfach mal benotet wird. Und normalerweise tendiert man ja eher dazu, die Gruppenarbeit mit seinen besten Freunden zu machen. Aber dann eskaliert das Ganze so ein bisschen und man quatscht die ganze Zeit über interessante Themen, die gar nichts mit dem eigentlichen Thema der Gruppenarbeit zu tun haben. Und ich kann euch auch den Rat geben, nicht immer die Gruppenarbeit mit euren besten Freunden zu machen, sondern einfach mit Leuten, mit denen ihr auch gut produktiv arbeiten könnt. Wenn euch euer Outfit für die Schule super wichtig ist, dann gewöhnt euch einfach daran, es euch
jeden Abend vorher rauszulegen. Dann habt ihr einfach morgens deutlich weniger Stress. Ich glaube, den Trick, den kennen wir alle und den sollten die meisten auch wirklich mal anwenden. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, dass ihr einfach mal aufs Wetter achtet und auch abends einfach mal vorher in eure Wetter-App schaut, wie viel Grad es denn morgen sein wird. Denn nichts ist ätzender, als falsch angezogen zu sein. Und momentan schwanken die Temperaturen einfach so krass, dass ich euch sehr empfehlen würde, auch vorher immer mal aufs Wetter zu schauen. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit ein paar Spicker-Hacks. Aber natürlich möchte ich natürlich vorab sagen, dass jeder selber dafür verantwortlich ist, ob er spickt oder nicht. Was ich euch allerdings empfehlen kann, ist das Ganze nicht zu machen, wenn ihr studiert. Denn da zählt einfach jeder Versuch, eine Klausur zu bestehen. Denn man hat nicht unendlich viele und man muss jede Klausur bestehen. Und als Schüler sollte man das nur probieren, wenn der Lehrer sich sowieso gar nicht dafür interessiert oder der Lehrer super, super locker ist. Was ich aber auch noch dazu sagen möchte, ist, dass allein die Anfertigung eines Spickers super gut für euren Lernprozess ist, weil ihr euch einfach schon mal mit dem Stoff auseinandergesetzt habt und ihr euch einfach schon mal das Wichtigste rausgeschrieben habt und ja quasi dann auch nur noch das Auswendiglernen fehlt. Ein Spicker, der glaube ich so ein absoluter Klassiker ist, ist sich einfach alle Sachen am PC nochmal rauszuschreiben, das Ganze dann relativ klein auszudrucken und das dann hinten auf sein Geodreieck draufzukleben. Und wenn euer Lehrer mal irgendwie durch die Reihen geht, dann könnt ihr einfach euer Geodreieck auf euer Blatt Papier legen und dann sieht man gar nicht, dass da ein Spicker drauf ist. Beziehungsweise nur, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinschaut. Der nächste Hack ist so ähnlich. Und zwar, wenn ihr kein Geodreieck habt, dann könnt ihr auch einfach den Spicker ganz länglich ausdrucken und den dann einfach hinten auf euer Lineal kleben. Und das dann eben so positionieren, dass ihr einfach gut die Sachen ablesen könnt, die da draufstehen. Was ihr aber auch machen könnt, ist einfach während der Unterrichtszeit euch quasi so einen kleinen Spicker zu schreiben und den dann eben auch immer so in eurem Mäppchen liegen zu haben. Zum Beispiel eben an eurem Geodreieck oder an eurem Lineal. Und da könnt ihr dann auch einfach die ganzen wichtigen Sachen immer nochmal nachlesen und so könnt ihr auch besser mündlich mitarbeiten, weil ihr alle Infos gesammelt vor euch schon habt und könnt dann auch besser die Sachen lernen und verstehen und müsst euch dann nicht mehr so krass auf die Klausur vorbereiten, weil ihr ja einfach schon während des Unterrichts immer gut mitgearbeitet habt. Dann geht es weiter mit einem Spicker, den ich richtig, richtig heftig finde. Und zwar braucht ihr dafür einfach eine Taschentuchpackung. Die müsst ihr dann unten ganz vorsichtig so leicht öffnen und dann könnt ihr da einen Spicker drunter schieben. Und wenn dann eure Taschentuchpackung während der Klausur einfach auf eurem Tisch liegt, sieht das einfach nicht so aus wie ein Spicker, sondern einfach wie so ein kleingedrucktes, was an der Taschentuchpackung dabei steht. Und ich persönlich hätte als Lehrer nicht gedacht, dass das jetzt ein Spicker sein soll. Um eure mündliche Note auch ein bisschen zu verbessern, kann ich euch nur empfehlen, einfach während dem Unterricht wirklich vernünftig dort zu sitzen. Auch wenn ihr vielleicht in Gedanken gerade ganz woanders seid oder ihr euch denkt, dass ihr das Thema sowieso nie wieder in eurem Leben brauchen werdet oder ihr super ätzend und langweilig findet, dann sitzt einfach da und tut so, als würdet ihr zuhören und nickt auch ab und zu mal dem Lehrer zu, denn der hat dann einfach das Gefühl, ihr hört ihm wirklich zu, auch wenn ihr euch nicht unbedingt immer die ganze Zeit aktiv meldet, hat er trotzdem das Gefühl, ihr folgt dem Unterricht. Und das macht schon mal einen wesentlich besseren Eindruck, als wenn ihr die ganze Zeit nur unterm Tisch an eurem Handy hängt. Normalerweise schreibt man in seinen Schülerkalender ja meistens nur die Sachen, die eben irgendwas mit der Schule zu tun haben, also seine Hausaufgaben oder wann man bestimmte Klassenarbeiten schreibt. Was ich euch allerdings auch empfehlen kann, ist einfach wichtige private Termine da auch reinzuschreiben. Also wenn ihr euch private Termine nicht so unbedingt richtig gut merken könnt, dann schreibt es euch in den Kalender. Und egal wie jung ihr seid, dieser Tipp ist wirklich ganz gut. Man sollte nicht immer alle Termine nur der Mama überlassen. Man kann sich die auch einfach selber merken und aufschreiben. Und dann ist es auch ein besseres Gefühl für einen selbst. Was ihr als Schüler auch auf jeden Fall mal machen solltet, ist einfach das Lernen zu lernen. Es gibt wirklich so viele Leute, die einfach überhaupt nicht wissen, wie sie lernen sollen, wie sie anfangen sollen, wie sie sich einen Lernplan machen sollen. Und dann sind sie spätestens beim Abitur oder im Studium einfach komplett überfordert. Und es gibt so ein paar Regeln, wie man eben das Lernen lernen kann. Wenn ich dazu mal ein Video machen soll, dann schreibt mir das auch sehr gerne mal in die Kommentare. Oder ihr könnt auch einfach mal googeln, wie man so das Lernen lernen kann. Da findet ihr auch auf jeden Fall ein paar sehr, sehr hilfreiche Tipps. Und das sollte jeder beherrschen. Und ein Tipp, den ich einfach total liebe und den ich in letzter Zeit auch echt häufig mache, ist einfach das Frühstück am Abend vorher schon vorzubereiten. Und für mich ist ein gutes Frühstück so wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass ich sonst gar nicht so wirklich in den Tag starten kann. Und dafür sind solche Overnight Oats Gerichte gut geeignet. Und dann müsst ihr Milch, Frischkäse, Haferflocken, Vanillezucker und auch noch etwas Honig miteinander vermengen. Und dann legt ihr eure Edbeeren in das Glas und dazu kommt dann noch eure Frischkäsemischung. Und dann müsst ihr euer Glas schließen und dann könnt ihr es in den Kühlschrank stellen. Und dann habt ihr quasi so ein Strawberry Cheesecake Frühstück. Und das schmeckt so cool und süß. Und man muss natürlich der Typ dafür sein, dass einem das schmeckt. Also das ist vielleicht nicht so jedermanns Sache. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Frühstücks-DIYs, die man sich eben am Abend vorher machen kann. Wenn ihr dazu mal ein extra Video sehen möchtet, dann schreibt mir das doch auch sehr gerne mal in die Kommentare. Mich würde es mega interessieren, in welche
Klasse ihr geht. Also schreibt mir das auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn etwas Sinnvolles für euch in diesem Video drin war. Und ansonsten verlinke ich euch noch hier zwei weitere Videos. Und zwar einmal mein Video mit 20 Dingen, die jeder Schüler wissen sollte. Und darunter verlinke ich euch das Video, in dem ich mir meine Haare rosa gefärbt habe. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch dann noch einen sehr, sehr schönen Tag. Bis dann. Tschüss.